findet doch als statt. Großkonzern. Frau Henneberger, die Räumung findet doch statt, weil der grüne Wirtschaftsminister mit RWE einen Vertrag gemacht hat, in dem gesagt wird, Lützerath darf weggebaggert werden. Das kann man ja richtig oder falsch finden, aber Fakt ist, das hat ein grüner Minister ausgehandelt. Das wurde dort ausgehandelt, aber ich finde es immer viel zu einfach, nur auf die Grünen raufzuhauen, weil wir haben ein gesamtes Problem. Wir haben ein Problem der Gesetzeslage, wir haben ein Problem des Kohlekonzerns, wir haben ein Problem der Koalitionspartner. Und dass die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit immer noch nicht so behandelt wird.